Ne, das ist Solarexpansion. Brauche ich nur Lapis ins Inventar ziehen, dann krieg ich Schatz raus. Okay, es gibt's auch. Mit dir. Ich war, ey, wie war ich gerade bei Nether-Quatsch, Schatz? Ne. Ich weiß auch nicht warum. Zack. Ich habe nämlich jetzt hier gerade mal diese Solarpanel gemacht. Wenn wir gerade gucken, wie viel ich davon machen kann. Warte mal, ich bräuchte das. Okay. Das sind 9, 27. Warte mal. Machen wir jetzt 81. erstmal ein paar Erstrunden, weil Guck, wie weit ich sonst komme. kann ich echt viel zu viel gebrauchen. Glas. Boah, ich muss gleich nochmal kurz aufstehen, was zu trinken holen. Mach doch. Ja, wenn die Runde fertig ist, mache ich die nächste fertig. Und wenn ich wiederkomme, dann kann ich die wieder machen. Was brauche ich denn da? Da brauche ich die Iron-Dinger, okay. Warte mal, das brauche ich erstmal nicht. Die können weg, die können weg. Das können weg, das können weg. Ach, hm. Ach, Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Finger im Po stecken? Fick dich, du Arsch. Und zwar den, Conjuration Catalyst. Weil damit kann ich dann die Kohle verdoppeln, wenn ich einen Mana Pool draufstehen habe. Jetzt weiß ich das. Bam, bam, bam. Oh, jetzt habe ich die Dinger. Shit, wie hießen die jetzt hier? Hättest du ganz kurz Zeit, mir zwei Baustände zu machen? Normale? Einfach nur zwei normale Baustände. Weil mit Cobblestone und Blaze, ne? Ja. Ja. Weil ich gehe mir nicht wirklich kurz das Ding holen. Hast du Inventarplatz? Ja. Ich muss nur Magnet wieder ausschalten, ne? Oh ja. Bis gleich. Bis gleich. Ich will gerade erstmal eine Workbench suchen, wo ich noch Platz habe. Dann müssen wir die halt nehmen. Oder war das so? Ja. Ach komm, hier haben wir noch 10 Stück. Ist egal. Bringen wir die mit dem Zendus vorbei. Ja, voilà, mache ich gleich noch eine Ender Chest für ihn mit, dann können wir die dann reinwerfen. So, da bin ich wieder. So schnell? Ja. Okay, war es aber Ja, schnell. nee, dann kann ich hier das auch nämlich kurz noch fertig machen. Wir müssen das echt mal mit der Chest machen. Ja, ist besser, ne? Aber wir zieht mich weit immer auseinander, sind ich aber auch nicht mal die Lust hier zu fliegen. Wow, da darf ich nicht dran, oder was? Guck mal, siehst du das mit den Blitzen? Hm, Und da jetzt Baustände. zack. Und jetzt ist es sogar aufgesammelt. Oh. Das ist meine erste Runde. Danke. Ey, du Arsch. Was? Du hast hier raufgesetzt. Ne, ich hab die einfach nur hingeworfen. Ja, die war damit einmal drauf eben. Okay. So, dann mache ich noch schnell mal so einen Katalyst. Erstmal so einen Alchemie-Katalyst. Zwei Gold. Guck mal, ob du vielleicht nicht sogar zwei oder drei brauchst oder so, dass du nicht immer unterschiedliche Rezepte reinwerfen musst. Oder ist das egal? Was? Irgend Rezepte reinwerfen oder juckt dem das nicht? Meinst du das? Ja, das ist egal. Ja. Bei Gold. Wohin noch? Achso, jetzt war ich da Und stehen geblieben. zwei. 1, 2. Zehn. Ja, was denn? Zehn. Ich hatte gerade nichts anderes vor. Zehn. Ich Du wollte bist schon ein Mädel. einen Stack machen. Und so viele brauche ich doch gar nicht gerade. Ja, ist egal. Ey Leute, Flash ist so behindert, ne? Ja, ich hab mich verklickt. Verklickt, Mich sag verklickt. ich da. Das Schöne ist, wir haben so gut und so viele Base-Swords, ne? Ich weiß auch nicht, wo die Das. herkommen. Nein. Okay, jetzt brauche ich nochmal drei An deiner Sch Dimensioning-Gates und ein. Wie heißt das Ding nochmal? Pixie Dust. Pixie. Ein davon. Eins, zwei, drei. Dann haben wir das Teil nämlich gleich schon. Können wir mal nicht. Kohle verdoppeln. Lapis. Glaube, damit kann man noch mehr verdoppeln als nur Kohle. Stimmt. Lapis Schatz. So, Lapis in the air. Na 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 na. Lapis in the air. Na 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 na. Lapis in the air.
Darum singen wir eigentlich immer. Weil es eigentlich Spaß bringt. Lappes in dir. La 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 la. Das bringt Spaß, deswegen. Ey, was hab ich nicht mehr? Hier, Stealing, jetzt fick dich ganz ehrlich hier. Wollen wir noch welche? Wie, jetzt hab ich keinen Redstone mehr. Willst du mich verkackarschen? Jetzt keine Stealing-Gins mehr. Da können wir so mehr. Keine Stealing-Gins mehr. Na 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 na. Okay. Das wird ein bisschen gruselig jetzt. Hardened. Okay. Mach ich Iron. Deswegen, ihr seht ja, wie viel ich am Mana schon wieder verschwende. Das geht ja gar nicht. Ach, warum nehme ich denn Iron Nuggets jetzt? Ich brauch doch andere. Alter, ich brauch Iron und nicht Iron Nuggets. Hast du gerade irgendwie voll behindert sein oder? Nein, diese neuen Photovoltaik-Bringer, weil ich brauche. Du brauchst ja 10 Milliarden Ingot-Sorten, du brauchst 10 Milliarden Nugget-Sorten. Alter, das ist wie McDonald's. Ja, ich hätte gerne von 10er Chicken McNuggets. Trotzdem bist du behindert. Oh, jetzt hab ich. Oh, warum? Ich verklick mich immer. Ich mache immer massenweise Ingots hier. Egal, komm so, hier. Was ich jetzt einfach nochmal mache, die 4 Kohleblöcke, die ich noch hab, nochmal auseinandernehmen. Und einfach gleich in die Pool reinschmeißen zum Verdoppeln. Warte nicht! Hier, mach mal so. Haben wir noch Invar? Okay, wir müssen Invar herstellen. Chidos. Feros. Chidos. 2, 3, 4. Vor allem kann ich das auch so machen. Was meinst du mit Produktion? Was könntest du am besten gebrauchen? Wie meinst du das? Ja, zum Haben, ne? Zum Haben. Es gibt ja eigentlich auch die Körper. Ja. Ich meine, das ist auch wegen Kohleverdoppeln. Dann, dass man später vielleicht so macht, dass man da immer in den Mana-Pool rein droppen lässt und dann wieder aufsaugen lässt von Vakuumhopper, weil das geht ja eigentlich generell schnell. Ja, dann, nee, das musst du einstellen. Dann musst du, kann man das mit dem Vakuumhopper. Weiß ich gar nicht, ob man einen Vakuumhopper einstecken kann, dass der nur das aufsaugen soll? Das ist eine gute Frage. Weil sonst. Okay. Ich hatte eben 40 Kohle, jetzt habe ich über 2 Stacks Kohle. Nein. Kannst du Blöcke reinwerfen? Blöcke habe ich nicht probiert. Das ist krank. Aber. Ne, ich meine, wenn ich später genug Mana habe, dann könnte ich so machen. Unterirdisch, dann Mana zu euch schicken. Und dann hast du hier außen Katalyst stehen. Mit dem Mana-Pool drauf. Oder gleich mehrere vielleicht. Ja, wäre natürlich gut. Dass man das dann so reindroppen lässt und dass das dann so im Eselsteam landet, dass das verdoppelt wird. Ne, Blöcke gehen nicht. Schade. So, egal. Du kannst ein ganzes Deck gleich reinschmeißen an Kohle. Oh, Cotton ist wieder fertig. Ne. Weil das passt nämlich, kannst gleich ein ganzes Stack reinwerfen und das verdoppelt er dann. Solange er genug Mana hat. Ja, solange er genug Mana hat. Ups, jetzt habe ich 3 Stacks. Ach so. Ja. Produziert er das schnell oder nicht? Jetzt habe ich 4 Stacks. Ist das instant? Ist das jetzt instant dann oder? Willst du das sehen? Dann musst du mal ganz kurz herkommen. Warte, boah, ich brauche unbedingt eine zweite Portal Gun. Muss man erst mal. Oder ich mache mir einfach einen Linking Book nach dir direkt hin. Kannst du auch machen, ja. Seit wann steht hier eine Melone? Hab ich gemacht, dass wir Melonen haben. Ich brauche mal nicht Melonen. Ja, kann man auch automatisieren. Wie viel Mana haben wir denn noch drin? Ich habe jetzt, ja, 6 Stacks oder so gemacht und die Hälfte ist verbraucht. Hier, ich nehme den Stack, schmeiß ihn rein. Hast du gesehen, wie schnell das geht? Gib mal eben her. Ich will mal was ausprobieren, okay? Warte, ich muss Magnet ausmachen. Gib mal eben her. Was passiert, wenn der das von oben kriegt? Aber drinne? Weiß ich nicht. Der verdoppelt das genauso. Schmeißt er das irgendwo hin? Stimmt an den. Ja, hier vorne hat er sich ist daneben gefallen, ja. Okay. Oder? Man kann doch so machen, dass da Wasser ringsrum ist und dass das weggetrieben wird dann wieder. Vielleicht. Okay, weißt du was? Warte mal. Weißt du, hast du gerade Blöcke da? Ich brauche mal kurz Erdblöcke. Du wirst mich jetzt hassen. Ich nehme mal kurz Kobbel. Guck mal, da steht doch der, du Affe.
Oben eigentlich. Ja, nee. Kann man nämlich auch so machen. Komm ich nicht dran. Der müsste jetzt total ausrasten. Guck dir das mal an. Komm her. Ja, weil der immer hochguckt und dann wieder reingeht, ne? Ja. Vielleicht ist das Ding aber leer. Ja, jetzt ist es leer. Ja. Das könntest du so machen. Das wäre natürlich geil, so in der... Verdammte Scheiße, ist das immer viel, ne? Ja. Das wäre natürlich geil, dann kannst du das, keine Ahnung, musst du gucken, wie schnell du mit dem Mana auskommst, oder wie lange das hält. Dann lässt du einen Timer laufen, keine Ahnung, lässt du den Timer 3 Minuten laufen, oder 2 Minuten, oder... Ey, brauchst du doch nicht mal eine halbe Minute oder so. Dann zieht er das mit dem Vakuumhopper an. Und dann macht er wieder den Vakuum. Ich glaube, der geht sogar mit Redstone, dass du den schalten kannst. Dann machst du es wieder eine halbe Minute wieder aus. Dann muss er natürlich in einer halben Minute den Mana voll gepumpt haben.